von einer konsumbasierten Besteuerung zu einem europäischen Grundeinkommen. Erste These: Die Konsumsteuer ist die transparentere Steuer. Das brauche ich nicht groß erläutern. Im Gegensatz zum aktuell gebräuchlichen Begriff der Mehrwertsteuer, der mehr vernebelt als erklärt, wer weiß schon, warum das Mehrwertsteuer heißt, sagt schon der Name Konsumsteuer klipp und klar und ohne Umschweife, worum es geht. Die Besteuerung des Konsums. Der Kassenbon weist alles aus. Es gibt außerdem auch keine Schlupflöcher mehr, die den Staat heute Milliarden kosten. Das höre ich nicht weiter aus. Zweiter Punkt: Die Konsumsteuer ist die flexiblere Steuer. Das kann ich ganz kurz kommentieren. Steuertarife sind kurzfristig, situations- und zielgerecht anpassungsfähig. Dritte These: Die Konsumsteuer ist die unbürokratische und effektivere Steuer, denn die gesamte Bürokratie der Einkommensteuer könnte wegfallen. Die Wertschöpfung wird dadurch, das müsste man näher erläutern, aber das erspare ich mir im Moment, würde von unnötigen Lasten befreit. Vierter Punkt, für mich persönlich ganz wichtig, im Grunde auch heute schon angesprochen mit der ökologischen Diskussion: Die Konsumsteuer entschleunigt und baut Stress ab. Durch den Wegfall der Einkommensteuer, also nicht direkt durch die Konsumsteuer selbst, sondern durch den damit verknüpften Wegfall der Einkommensteuer, verringert sich der Druck, durch Rationalisierung zum Beispiel Arbeitsplätze einzusparen oder, was noch mehr einbringt für die Finanziers, Standorte zu verlagern, um Kosten zu senken. Fünfter Punkt, da haben wir, wie gesagt, ausführlich schon heute darüber gesprochen: Die Konsumsteuer ist eine ökologische Steuer. Sie kann entweder gezielt als Ökosteuer eingesetzt werden oder, was Herr Schachtschneider ja insbesondere betont hat, durch andere Formen der Besteuerung, wie etwa die Ressourcensteuer, problemlos ergänzt werden. Sechste These: Die Konsumsteuer ist eine gemeinwohlorientierte Steuer. Die Eignung als Ökosteuer macht die Konsumsteuer zugleich auch für die Gemeinwohlökonomie interessant. Also sie ist nicht nur eine gemeinwohlorientierte, weil alle Steuern natürlich für das Gemeinwohl im Prinzip da sind, sondern weil diese spezielle Bewegung, die Herr Reifer heute vorgestellt hat, auch ein Interesse daran haben könnte, dass insbesondere die Mehrwertsteuer da eine besondere Rolle bekommt, wenn es denn ums Grundeinkommen ginge. Siebtens, die Konsumsteuer ist die sozial gerechtere Steuer. Ich bin mir bewusst, dass das wahrscheinlich die These ist, mit der ich theoretisch am meisten anecken könnte. Ich sage jetzt einmal dazu nur: Nachweisen lässt sich bereits im aktuellen System als Mehrwertsteuer, ist die Konsumsteuer vergleichsweise zumindest nicht ungerechter als die Einkommensteuer. Durch ein hinzukommendes bedingungsloses Grundeinkommen als ausgezahlter Freibetrag wird sie definitiv sozial gerechter. Kombination von Konsumsteuer und Monetative, was Herr Karwart gerade ausgeführt hat, wäre problemlos möglich, muss ich hier nicht weiter ausführen. Also wenn der Staat das dann politisch will, könnte er eben die Überschüsse, die da erwirtschaftet werden, auch ins Grundeinkommen stecken. Dann komme ich zu meinem achten Punkt, und da bin ich dann bei der europäischen Dimension. Schon in der Vergangenheit hat es Befürworter eines einheitlichen Mehrwertsteuersatzes in der EU gegeben. Die Idee ist jedoch, wie leider viele andere auch, bisher an nationalen Egoismen und Partikularismen gescheitert. Auch ohne eine solche ambitionierte Forderung aufzugreifen, könnte sich aber zum Beispiel aus Philipp van Parijs genialer Idee einer Euro-Dividende ein wichtiger Impuls für ein solidarisches Europa entwickeln.
Worum geht es dabei? In aller Kürze, die Idee ist, der Erlös aus einer begrenzten Mehrwertsteuererhebung in allen EU-Ländern, also erstmal im aktuellen System, würde in Form eines bescheidenen, partiellen Grundeinkommens, also einer Art Sockelbetrags für ein Grundeinkommen, an die Bürgerinnen und Bürger Europas zurückgezahlt. Die Bemessung dieses Grundeinkommenssockelbetrags könnte sich, damit das auch gerecht ist, in Bulgarien genauso gerecht wie in Deutschland, könnte sich an der ermittelten Armutsgrenze, da gibt es offizielle Berechnungen für, in jedem Land orientieren. Ein solches europaweites solidarisches Sockelgrundeinkommen könnte dann von jedem Land nach Bedarf und Möglichkeiten aufgestockt werden. Okay, gut, ich komme noch zu einem Punkt, ich werde mich da dann kurz fassen. Europaweites Kinder- und oder Altersgrundeinkommen, eigentlich dieselbe Idee wie Philipp van Parijs, also im aktuellen System Mehrwertsteuer finanziert, aber statt jetzt einer solchen partiellen 200 Euro oder ich weiß nicht wie viel Sockelbeitrag könnte man auch an Kinder- oder Grundsicherung denken, ist heute schon erwähnt worden, hat auch bei der Auftaktveranstaltung Regina Stieler-Hinz und auch Franz Seckbers befürwortet. Also brauche ich vielleicht jetzt nicht im Detail nochmal erklären, was damit gemeint ist. In Deutschland gibt es bereits ein Bündnis für eine solche Initiative. Die Altersrente, haben wir heute auch schon gehört, ist in den Niederlanden bereits bedingungslos eingeführt. Also da könnte man anknüpfen. Das sind nicht aus der Luft gegriffene Forderungen, sondern das sind teilweise schon Fakten und Konzepte, die in Reichweite sind. Als Fazit all dieser Überlegungen ist mir noch einmal wichtig, es geht immer um Strukturreformen, also dank verbesserter Strukturen Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Menschen dienen und die zu mehr demokratischer Initiative und kultureller Teilhabe befähigen. Dieser umfassende, konkret utopische Reformprozess war Gegenstand der Utopiewochen. Nur aus meiner Sicht ein solcher Prozess kann dazu beitragen, dass sich längerfristig auch ein anderes, menschlicheres Menschenbild durchsetzt. Das wäre dann allerdings das Gegenteil dessen, was gemeinhin gerne der Grundeinkommensbewegung von Skeptikern und Kritikern unterstellt wird. Nämlich die Chimäre, anders kann ich das nicht nennen, wonach so etwas wie ein Gutmensch die nicht hinterfragte Voraussetzung der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre. Vielleicht nur noch als Abschluss ein Grußwort von dem eben erwähnten Philipp van Parijs, der diese Idee der Eurodividende in die Welt gesetzt hat. Ich habe das mal erst im Originaltext in Französisch da an die Wand geworfen. Es gibt ja einige französische Muttersprachler oder des Französischen Mächtige hier, aber es kommt jetzt auch noch die Übersetzung. Bitte.